kann ja nichts passieren. Hier ist eine Mücke drin. Ne? Die lässt uns aber, glaube ich, in Ruhe. Ja, das ist die Arena des Mantis hier. Mhm. Und der Mantis hat vereinzelte Angriffe, die dir so ungefähr alles an HP abziehen, ne? Also ganz leichter okay. Gegner, ganz leichter Gegner. Da musst du gar keine Angst haben. Mm-mm. Ja, ich verstehe, was du mir sagen möchtest. Ja, so, was noch heißt das stricken? Ja, wir fangen jetzt gleich an und dann gucken wir mal, was... Weiß ich nicht. Entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Es kann ja sein, dass der wieder total einfach ist. Ja, ich hier wieder so tue, als wenn das der schlimmste Gegner ever wäre. Zwei Schläge ist das fette Viech tot. Wir hatten das ja schon mal, ne? Kann aber auch sein, dass du jetzt da reingehst und sagst, naja, so zwei, drei Mal, dann ist die tot und ja. Und wir sind tot. Wir sind tot. Ja, das kann natürlich. Kann alles sein. Alles möglich. So, ich soll mit Bogen kämpfen, ne? Du, nee, mit der Armbrust am besten. Okay, ich habe auf jeden Fall 90 Salzpfeile dabei, ne? Ja, supi. So. Alles klar. Ja, also der Mantis kommt da oben runter, ne? Der kommt dann, fällt hier runter. Wir haben also genug Zeit. Wenn wir den starten, können wir noch in Ruhe unsere Getränke nehmen und dann geht das los. Okay, alles klar. Ja, du kannst ein bisschen, der hat einen Angriff, da haut er auf den Boden und dann kommt hier so eine Welle mit Energie und klatscht dich um. Die kann man ein bisschen umgehen, wenn man hier so ein bisschen um dieses Ding rumtänzelt, hier um diesen, ne? Wenn man hier um diesen Stamm so ein bisschen rumtänzelt, wenn man so ein bisschen Kreisbewegung einhält. Und springen geht nicht? Ja, kannst du mal versuchen, habe ich nie gemacht. Okay, ich würde nämlich da drüber, über die Welle drüber springen. Muss du gucken, kann aber sein, dass sie dich trotzdem kriegt. Ja, dann wissen wir's. Test es mal aus. Also ein Mantis-Kebab haben wir und dann wollen wir mal gucken, wie der ist. Du bist bereit? Ich bin im Menü und würde direkt das Essen essen und dann meine Tränke trinken. Ja. Dann kann's losgehen. Bleib also, entspannt, ja. Ne? Ich sitze ja auch ganz entspannt und dann fangen wir einfach an. Okay, dann schmeiße ich jetzt den Orchideen-Mantis da rein und dann fangen wir einfach an, ne? Und los geht's. Alles klar, ist drin. Komm da. Ich hab alles intus. Ah, da ist... Eiche Scheiße, aber direkt auf mit dem Penner, ne? Guck mal, wie viel Schaden der kriegt. Schön, wenn er dich angreift. Der hat einen Arsch voll Pfeile. Du darfst tänzeln, ne? Ich versuche aus dem Weg zu gehen. Mich lässt er ja in Ruhe. Ah, nicht ganz. Ich habe gerade einen gekriegt, aber okay. War ein Schallangriff. Wie ist deine HP? Pass auf. Das ist geil, ne? Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht abgelenkt. Ich glaube, der mag mich jetzt. Ja, das tat aber gut, weil ich konnte mal eben einen Trank nehmen. Ich übernehme wieder. So, Hälfte hat er. Er ist betäubt. Ja. Er ist betäubt. Klatsch ihm schön ein, der fetten Kuh. Dieser Schallangriff ist zwar nicht schlimm, was die HP angeht, aber wirft dich zu Boden. Also für mich ist das ein sehr entspannter Kampf, muss ich dazu sagen. Das war ein Angriff, wa? Ja, der tut gut. So, jetzt ist er auf mich. Ja. Wo ist er? Manti! Manti? Manti, wo bist du? Manti. Also ich versuche gerade die ganze Zeit nicht zu reden. Nicht, dass ihr euch da zu Hause alle wundert, aber ich bin hier gerade super konzentriert. Ja, du hast ja den taktischen. Hi, Monkey.
Aufpassen, er hat nicht mehr viel. Aufpassen, er hat nicht mehr viel. Ah, nee, alles gut, alles gut. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich der Hubs einen Salzfall in den Schädel schieße. Nein. Leben. Bleib doch mal stehen, du Fetter. Also ist der schon so fett, dann krieg ich immer noch nie. Au! Nicht so, oder was? Hinterher! Ja! Errungenschaft freigeschaltet. Kleine Bitch. Und Spitzenpredator. Das ist eine ganz wichtige Mutation. Ja, war ja langweilig, ne? Nee, der war schon härter, will ich mal sagen. Meinst du? Oh. Was heißt denn Spitzenpredator? Ja, also wir haben ja, es gibt verschiedene Waffen. Wir können jetzt bald die kleine Bitch wieder hier. Ja, was sind meine Pfeile? Wir können ja jetzt die Skala herstellen, also die Sense, ne? Die Mantis-Sense. Ja. Und wir haben ja auch die Waffe, die Keule der Mutterspinne, ne? Die heißt, glaube ich, Keule der dämonischen Mutterspinne. Können wir gleich mal nachgucken. Die können wir ja schon lange herstellen. Und wenn du die Mutation Spitzenpredator drauf hast, dann kriegen die nochmal zusätzliche Schadensverstärkung. Das heißt, jetzt werden diese Waffen wirklich interessant. Boah, hier liegen so viele Pfeile rum, ne? Das ist unglaublich. Ach, das sind deine Pfeile. Deswegen sehe ich die ganze Zeit nicht, was du da machst. Ich sehe dich die ganze Zeit nur links nach rechts und wieder vor zurückrennen. Aber logisch, du siehst deine Pfeile. Ich sehe die ja nicht mehr. Ja, eben. Sonst hättest du ja auch mal mithelfen können, aber die fette Hubs. Nee, ich hab ja gedacht, du hast hier irgendwelche, du hast dich auf die Tastatur gelegt oder so. Ja, ich bin eingeschlafen, so langweilig war der Kampf. Fand's denn echt langweilig? Ich fand den schon gut. Ich hatte nichts zu tun, meine HP ist voll. Ich hab nicht ein Smoothie gebraucht. Ja, ich hab 4 gebraucht. Sonst ja, ich meine, klar, du bist Nahkampf. Nahkampf ist das völlig normal. So, was haben wir denn bekommen? Wir haben bekommen 6-mal den Mantis Brocken, 2-mal den Mantis Fuß und 1-mal den Mantis Kopf. Gut, ne? Mhm. Ja. Finde ich echt. So, dann können wir hier wieder raus und das war der Mantiskampf. Mörder, oder? Ich fand den echt gut. Aber finde ich cool, dass wir den ja auch jetzt einfach mal geschafft haben und gemacht haben. Ja, jetzt haben wir den Mantis. Damit fehlen jetzt nur noch 2 Bosse. Muss ich nicht ins Loch fallen, bitte? Mhm. Weil da unten ist die Schreckschraube. Damit fehlen uns nur noch 2 Bosse. Wespenkönigin. Und die mutierte Mutterspinne. Genau die. Eieieiei. Also, Wespenkönigin könnte ich mir vorstellen, ist ähnlich wie der gerade eben erfolgte Kampf. Aber die mutierte Mutterspinne, das, was ich da auf deinem Channel gesehen habe, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Also, die haben sie auch wirklich eingeführt, damit jetzt diese ganzen... Ich meine, ich könnte mir gut vorstellen, dass bei Obsidian... boah, Alter, ich hasse Jumpin' dran. Ich könnte kotzen. Wenn ich irgendwann mal den Entwickler, der sagt, ja, nee, das war meine Idee, dem hau ich in die Schnauze. Das war meine Idee. Fand ich super. Ja. Mhm. Ja, so deine räudigen Drecksmutter. So, was? Das weiß ich nicht. Was wollte ich sagen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es viele SpielerInnen gab, die relativ zügig mit den Bossgegnern durch waren. Ja? Und dass man deswegen gesagt hat, weißt du was, komm, wir fügen noch eine ein. Ja, der halt Hardcore ist. Ja. Meinst du, von hier schaffe ich das? Jetzt schön in die Spitzen. Da ist doch was drin, oder? Da war auf jeden Fall immer was drin. Doch, hier muss was drin sein, sonst lohnt sich das ja nicht. Aber es ist kein Zahn mehr. Wie kommt man denn da hin? Weil hier sind überall Stacheln, weißt du? Nicht, dass sich Mantis überlebt, aber... Stacheln gestorben. Ja. Aber du machst das mal eben, ne? Ja. Einer muss es ja tun. Du kommst ja nicht auf die Idee. Nö. Mir ist aber auch dummerweise nur so ein blödes Fazit drin. Ich meine, es scheint wohl was Gutes zu sein, aber ich krieg den auch nicht kaputt. Oh, was so, da? Ein robuster. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ja. Aber hier muss doch der Zahn irgendwo sein. Der Zahn der Zeit? Ja, genau. Das macht der schon genauso beschissene Witze wie ich, weißt du? Wo war der denn? Hier ist der Zahn drin. Aber hier hinten sind die Raw Science Punkte. Aber wie kommt man denn auf den Zahn hier? Meinst du in den Top? Ja.
Und wie kommt man hier hoch? Da über den Knopf hier dann nicht, ne? Ne, da komme ich nicht hoch. Also in den Pott könnte ich mir vorstellen, wenn man hier über diesen Holzscheit rennt. Aber wie kommt man auf diesen Holzscheit? Steht da auch ja. nicht, ne? Kannst du sehen, ob du hier was bauen kannst? Hier oben drauf? Mhm. Ja, also einen Holzboden kann ich bauen und sobald ich den gebaut habe, kann ich eigentlich auch alles andere dran bauen. Also man könnte hier, wenn man sich vorbereitet, könnte man hier natürlich Olaf. Bauen. Entweder Olaf Thon oder ne? Irgendwie sowas. Also hier man kommt übrigens einen Keks, wenn du willst. Können wir den mal eben holen. Ja, dann hol dir den nochmal eben. Du musst ja nicht immer alles ich machen. Du machst das schon, komm. Da sind ungefähr 20 Ameisen mit drin. Let's go, Ant. I'm ready. Und da hast du jetzt Angst vor. Ja, du weißt ja, dass du mich hier... Und mit 20 Ameisen meine ich wirklich 20 Ameisen. Ja, ich sehe das, ja. Aber irgendwie kriege ich hier keinen Schaden bei denen. Naja, nervt mich nicht. Stechen scharf. Eieieiei. Alles gut, alles gut. Hab alles. Kannst da. Willst du kämpfen jetzt? Jetzt kann ich machen. Ja. Komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, komm. Sag mal gute Nacht hier. Komm mal her. Komm mal, sag mal gute Nacht. Schönen Abend. Guten Abend. Ich hab noch die am Eisen reingemacht, weißt du? Wenn vielleicht können wir aus denen ja noch was Leichtes häkeln oder so, weißt du? So, will noch jemand was? Irgendjemand die große Fresse, Kameraden der Westfront? Was ist hier los, hä? Na, ich glaube, das haben wir gut geregelt. So. Was wollte ich denn irgendwas? Aber warum ist denn jetzt schon wieder so dunkel? Wir könnten übrigens, wenn du möchtest, ne, auch noch den Fussel und den Milbenpelz mitnehmen, weil wir sowieso schon hier oben sind und das nicht viel Arbeit macht. Also ich habe darauf keinen Bock. Wenn du das machen willst, mach das. Dann würde ich schon mal anfangen, um die Java Matrix den Pilzwald zu bauen. Ja, mach das. Ich komme hier nicht hoch, ne? Dann mach das. So. Guck mal, hier in der Axt ist ja auch noch mal was drin. Ja, da ist noch was drin. Da ist noch Raw Science Punkt drin. Aber ich hab halt noch keinen guten Weg gefunden, wie man da dran kommt. Weil du kannst dich da nicht so richtig reindondeln, weil du musst meines Erachtens gebückt in dieses Loch rein. Ja. Eins hast du ganz feige Arbeiter Ameisen, ne? Was soll ich aus? Das ist mir scheißegal, Kinder. Wir haben jetzt Zeit. Wir haben gerade einen Mantis getötet. Ihr könnt mir gar nichts mehr. Ihr kleinen Weicheier. Ich gehöre zu der Spitzenkraft hier im Garten. Das sollte euch klar sein. Ich würde mich noch freuen, wenn wir es heute noch schaffen, das zu erforschen vom Mantis. Auch? Ja, wenn wir das erforscht haben, dass ich da. Mich interessiert nicht die Waffe. Die Sense. Die interessiert mich sehr. Weil Sense klingt nach einer coolen Waffe. Wahrscheinlich auch was. Ne? Ja? Doch. Nee. Scheint wohl mehrere zu geben, die gerne mit ihr kämpfen. Ich selber habe mich mit ihr noch nicht so sehr beschäftigt. Okay. Weil ich mich halt ziemlich hier auf meine rostigen Speere konzentriere. Having a little peek. Ich verstehe. Ne? Ach, geht mir doch nicht auf den Sack, Leute. Ich geht mir nicht auf den Sack.
Also die, dass da jetzt Wespen einfach über unserem Haus spawnen, das ist doch total toll. Ja, das, ich meine, klar, als wir das Haus gebaut haben, war von einer Wespe keine Rede. Ne? Da war nicht mal eine Idee, dass es eine Wespe geben könnte. Und dass die natürlich dann zufällig über unserem Haus sind, ist natürlich mega. Kacke. Also ich würde wahrscheinlich auch nach heutigem Kenntnisstand unter dieser Prämisse diesen Standort nicht mehr wählen. Für ein Haus. Hä? Okay. Ist unser Haus nicht gut. Ja, das war mal ein sehr schöner Standort. Also ich fand den jahrelang super. Nur, wenn der Entwickler natürlich sagt, oh, hör mal, Jump and Run reicht nicht mehr. Wir machen ja jetzt noch eine super Wespe rein, die ne, alles angreift, was bei Dranium Baum ist. Ja, dann muss man. Ich hasse das. Ich sehe aber auch nichts, ehrlich. Das ist so dunkel hier, ne? Die Keule der dämonischen Brutmutter. Was hat sie denn? Die hat doch keinerlei Vorteile. Ich verstehe. Ja doch, mit Spitzenpredator wird das aber. Wird das geil. Da wurde ich auch nochmal drauf hingewiesen. Da sollte ich viel mehr Werbung für machen, für das Ding. Okay. Ja, dann würde ich ja vielleicht dann doch die nehmen, weil die macht, also die macht deutlich mehr Schaden als der Salzmorgenstern, aber ja, greift auch nochmal deutlich langsamer an, ja? Ja, das ist ja normal, dass die langsam angreifen. Das ist ja eine Keule. Ja, aber nochmal deutlich langsamer als der Salzmorgenstern. Ja, der Salzmorgenstern ist aber auch eine Einhandwaffe, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Schnell geschwungen. Die Keule der dämonischen Mutterspinne ist eine Zweihandwaffe. Ist eine Zweihandwaffe, ja. Ach du heiliger Strohsack. Okay, okay. Also, das ist eine. Denn der Witwendolch zählt ja auch als Bossmonsterwaffe. Nein. Das ist, soweit ich weiß, das kannst du ja mal nachgucken. Du kannst dir ja mal die Mutation Spitzenpredator angucken. Und da steht noch nur zwei Sachen, da steht da gar nichts. Na schön. Da steht. Du bist zur stärksten Kreatur im Garten geworden und kannst so die verborgene aus. Stärke in Waffen, die aus Bossen hergestellt wurden, zum Vorschein bringen. Ja, die schwarze Fertig. Witwe ist ja kein Boss. Ist ja nur ein sehr starker Gegner, ist kein Bossgegner. Bossgegner ja, okay. sind nur die Mutterspinne, die Uschi hier, ne? Die Mantis. Mhm. Und die Spinne da, die neue, und die Wespe. Das heißt, die Wespenwaffe, gibt es da eigentlich eine? Ich weiß es doch auch nicht. Weiß ich, mach doch nur ein Video und danach vergesse ich das da immer wieder. Mach du mal, ich finde mal raus, ob die Spinne überfahrt. So, tot. Ich hatte sogar noch die Läuseschuhe an. Ich war auch wieder völlig falsch vorbereitet, oder? Habt ihr auch so das Gefühl? Ja, irgendwie war der, also aus meiner Perspektive war der super einfach. Das ist natürlich nicht ganz fair, die Perspektive, ne? Weil wenn du dann im Dauerregen bist und da von dem die Angriffe abwehren musst, dann merkst du natürlich schon, dass sich an der HP was ändert. Aber ich konnte ganz entspannt von hinten ballern, habe ganz selten einen abgekriegt. Und sein Schallangriff, der war so gut wie überhaupt, der hat sich sofort wieder ausgeglichen, die HP ist sofort wieder hochgegangen, so wenig Schaden hat der gemacht. Bei mir nicht. Bei mir ging doch schon ein bisschen. Das glaube ich. Steil. Das glaube ich. Hier ist ein Donut. Ja, als beste Waffe wird wirklich die Sense betitelt. Ne? Ja. Wir brauchen zwei von diesen Krallen. Wir haben nur eine von diesen Krallen. Nee, Krallen haben wir zwei. Kopf haben wir nur einen. Achso, und Mantis Chunk. Das sind sechs Stück haben wir. Ja, dann können wir die machen. Krass, okay. Sollte eigentlich passen. Cool. So, und der Forst ist die auch gleich. Cool. Bin nämlich schon auf dem Weg. Auch gut.
Da-da-ra-ta-ta. Ich wollte mal wieder unserem Haus hier Hallo sagen. Ist der nicht auch der Dingens hier, der Bekloppte? Wie ist denn deine zeitliche Einstellung gerade?